Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fachkarte. Wir sind bereits in Folge 130. Ich fange wieder mal mit so ein paar Folgen hier an. Wie ihr schon seht, mach mal hier die freundlichen Lichter an. Mach mal Cursplay, was hier Sache ist. So, wir laden, weil er mir leider nichts angezeigt hat hier. Feld 45 sind wir und wir sind am Sehen. So, einmal den Kurs laden. Jetzt müssen wir einfach noch gucken, wo er denn geblieben ist. Das sieht aus, als wenn er hier am Brummkreisel fahren gewesen wäre. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. So, an ist die ganze gute Kiste. Ja, es ist anscheinend wieder aus. Sie scheinen es abgewürgt zu haben. So, also wir haben. Wer sie mal zusammenfalten. Scheint faltet sie doch nicht zusammen. Hallo? Sägemaschine Zuklapp. Aha, jetzt merkt er was. Okay. Hüpft er auch, was auch irgendwie komisch ist. So, Problemkind ist hier. Sehe ich da irgendwo ein Ende? Nein. Wir müssen das dritte Vorgewende theoretisch gesehen fahren. Aber irgendwie fährt das dritte Vorgewende nicht. Und hier ist das Vorgewende zu Ende? Ja. Ah, hier haben wir auch schon Bahnen hin und her gefahren. Okay. Uns fehlt das dritte Vorgewende oder bis hierhin hat das gemacht und da nicht mehr oder was auch immer. Ja, mit dem Teil hat man Wendekreis wie, ne, mit einem Schlachtschiff. Hier fehlt uns. So, ich bin jetzt aber mal kackfrech und sag zu ihm, so, am nächsten Wegpunkt. Gehe ich mal los und dürfte hier anfangen. Ich weiß nicht, wir werden nachher sehen, wo er was übersehen hat und wo nicht. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier auf der Spur fahren und dann gucken wir mal. Er wird auf jeden Fall nachher sagen, dass er was übersehen hat, aber naja. Gut, der hat Feierabend. Der hat Feierabend, 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 Feierabend. Der hat kein Feierabend. Den haben wir letztes Mal noch versucht zu beladen. Haben dann hier rausgefunden, dass wenn die Klappe auf ist, dass ungefähr der Deckel der Punkt ist. Das werden wir dann, wenn der andere leer ist, mal testen. Ich mache das jetzt hier zu. Ich war dann trotz alledem mal hier hingefahren, um es so traurig auszudrücken, wie es ist. Ich weiß, dass wir jetzt an die Stelle zurückkehren müssen auf dem Feld, wo das andere Gerät steht, weil genau daneben, also wo der Überladewagen steht, weil genau an der Stelle müssten wir weitermachen. Dann konnte ich hier einfach so wegfahren und hatte noch einen Anhaltspunkt, weil im Dunkeln sieht man sonst nichts. Ich arbeite auch nicht gerne im Dunkeln. Ich gestehe es zu, wie es ist. Das ist, ne, man sieht selber, wenn es richtig dunkel ist, dann ist das doof. Ne, man kann hier ein bisschen Licht anmachen, aber so richtig viel Übersicht gewinnen tut man damit auch nicht. So, ich gucke mal, wo der freundliche Junge geblieben ist hier. Irgendwo hier so müssen wir jetzt auf ein Fahrzeug zufahren. Den immer noch nicht. Nasenspitze. Ich glaube, da vorne sehe ich was angedeutet. Ja. Hier sehe ich auch was gesät. Gucken wir mal, wie weit das hier gesät ist. In die Richtung müsste ich fahren, eigentlich, denke ich. War ich jetzt hier schon auf dem Rückweg bei der Säung oder nicht? Weil da ist nicht gesät. Nee, ich hätte hier hochfahren müssen. Warum ist das? Achso, das ist das. Aha, ja, okay. Jetzt weiß ich, glaube ich, halbwegs wieder.
dass das so eine halbe Spur was mit dem Vorgewende zusammenhängt. Deswegen sind die auch dichter beieinander, wie ihr da seht. Und hier sind die Streifen ja breiter auseinander wie hier. Ich muss jetzt gucken, wo hier eine Stufe drin ist. Und das wird wahrscheinlich wieder irgendwo hier in der Nähe von dem Fahrzeug sein. Ja, wo ist hier die Stufe? Ja. Da ist die Stufe, da ist unser Ansatz. Wunderbar. Wir sind jetzt ja voll, deswegen kann hier so viel nicht passieren. Außer, dass wir hier die Wendekreise nicht hinkriegen. Aber auch das hat noch geklappt. So, gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal und sagen am nächsten Wegpunkt, er geht auseinander. Und mal gucken, wie er jetzt hier startet. Er ist immer so eine Geschichte für sich, die ganzen Sachen wieder ans Laufen zu bringen. Aber er macht es auf jeden Fall richtig und an der richtigen Stelle. Gut, dann lasse ich ihn jetzt erstmal fahren. Der Überladewagen, der bleibt ja erstmal stehen. Wir schalten durch. Haben wir noch jemanden am Arbeiten? Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Die Jungs müssen wir am Laufen halten. So war der Punkt. So, eine andere Geschichte war, wir haben die Futtermische angeschmissen. Das haben wir letztes Mal durch auch noch gemacht, aufgrund dessen, dass wir hier das Kraftfutter für die Tiere noch ranholen wollten, ne? Das war der Trick. So, dann steigen wir hier mal aus und gucken, wie weit wir hier sind. Laufen stellen wir ein Tickchen schneller ein. Wir haben 216.000 Liter Silage fertig, das ist auch nicht schlecht. 20.000 Liter Kraftfutter ist dran. Wie viel dürfte fehlen? Oh, das sind 28.000. Mir fehlen hier locker 100.000 Liter Kraftfutter. Wow. Okay. Ist auch nicht so viel los, dass ich sagen könnte, es lohnt sich, das Ganze neu zu befüllen. Irgendwie gar nicht, ey. Irgendwie gar nicht. Ja, die Jungs da kosten uns nichts mehr. Ich werde jetzt mal dreisterweise ein paar Minuten vorspulen. Nur damit ich den Produktionspart hier ans Laufen kriege. Sodass wir halt so viel durchkriegen, dass sich das lohnt, das auch durch die Gegend zu fahren. Ne? Hier selber, die Füllmengen steigen immer, sinken immer um 3 oder um 2%. Ne? Wenn wir erstmal 75.000 Liter einmal zusammen haben, dann können wir erstmal eine Ladung rüberfahren schon. Das ist schon mal was. So, ich bremse jetzt einmal kurz die Zeit hier. So, hier haben wir unseren freundlichen LKW. Der kriegt erstmal sein Licht an. So, dann sieht er auch ein bisschen was. Dann fahren wir mal hier vernünftig drunter. Und dann bringen wir die erste Ladung hier zu den Kühen rüber. Während ich das hier mache, lasse ich das noch weiter produzieren. Ein bisschen fixer, dass wenn wir wieder da sind, wir die Futterproduktion hier gleich wieder auffahren müssen. Wir müssen auf jeden Fall Gras machen. So viel war uns bewusst, dass wir wahrscheinlich ein Grasproblem haben werden. So, wie gesagt, sobald das hier die Null erreicht, werde ich bremsen das Ganze. Ja. Kommt der Sache auf jeden Fall näher. So, da sind wir auf der Null. Gut, er ist hier noch nicht mal voll. Aber gleich. Und wir haben auch noch genau eine zweite Ladung fast genau hier drin. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die beiden Ladungen rüberbringen und gucken, was uns das Ganze jetzt hier bei den Tieren dann einbringt.
damit es hier weitergeht. So. Heute könnte in der Zeit auch mal die Klappen schließen. Da wird es nicht ganz so unmöglich aussehen. So. Läuft alles. So, Leute. So, und einmal abladen. Jetzt. Oh, angeeckt. Schön den Spiegel abgerissen wahrscheinlich oder irgendwie sowas. So, sollen wir mal gucken, wie die Füllung dann hier aussieht, wenn das da reinkommt. Weil es kommt ja längst nicht alles an. Er packt ja auch was in Heu und Silage und ich weiß nicht warum. Ja, so wie es jetzt aussieht, brauchen wir Heu und Silage hier nie wieder einzeln auffüllen. Wir können immer gleich alles in Kraftfutter umwandeln. Naja, okay. Also das war jetzt nicht so gut. Wenn das gleich alles in Kraftfutter gehen würde, dann wäre es okay. Ich weiß auch nicht, und es konnte bis jetzt auch keiner beantworten, warum das so komisch ist, dass er meint, er müsste Silage mit auffüllen, obwohl Silage vorher erst voll gemacht worden war. Weil selbst wenn ich jetzt ein bisschen vorgespult habe, dass da halt dann so viel auf einmal noch wieder verschwindet, weil so viel ist gar nicht aufgebraucht worden in der Zeit. Naja, so ist das halt. So, wir fahren hin, holen die zweite Ladung. Hier produziert er ja gerade nichts. Wir können derzeit beim Nachbarding mal gucken. 375.000 Silage hat er gemacht. Jetzt dürfte hier natürlich auch eine gute Gasproduktion gelaufen. Das dauert ja eine Zeit, bis es durch ist. Ich werde jetzt mal zu unserem Feld springen, wenn ich das hier richtig machen würde. So. Bringen wir hier hin, mach besuchen. Dann sind wir hier noch in der Stadt. So, hier irgendwo ist die Einfahrt, da. Hier hinten gehen wir es ab, aber ich glaube, die Gasabnahme ist hier irgendwo. Und, oh, 75.000 Liter. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir können eine Runde Biogas machen, wenn der Preis stimmt. Stimmt der Preis für Biogas und wo muss das Zeug hin? Das ist die Frage. Der Preis für Biogas ist schade und schlecht. Er ist aber aufsteigend. Also wir produzieren weiter. Gucken mal, wie viel geht hier rein. Jetzt zeigt er mir leider keinen Bestand an, was geht. Hier macht das aber. 10% ist erst drin. Gülle noch weniger. Also machen wir gar keinen Stress drauf. Biomasse ist auch noch 187.000 drin. Das heißt, das kann erstmal hier gemütlich noch eine Runde verarbeiten. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann zum Güterbahnhof damit müssen. Seht ihr den Preis selber, der steigt und der rote Preis da ist schon schlechter wie der rote da. Und der Güterbahnhof ist, wenn ich mich nicht täusche, hier unten irgendwo. Da? Ja. Da ist der Güterbahnhof, da ist die Verkaufsstelle. Das heißt, wenn wir das dann fertig machen, müssen wir mal richtig eine schöne Tour mit ihm machen hier. Bis zu unserer Standardkreuzung, wo wir sonst Richtung Düngerproduktion anbieten, bloß abbiegen und dann zur anderen Seite. Aber das halt diesmal von hier ganz oben aus. Ne? Okay. Warum nicht, ne? Der fährt schon wieder sinnlos im Kreis. Das hat sowas hier von überhaupt keinen Sinn. Das gibt's gar nicht. Entlassen, danke. Gut. Habe ich hier den Knickansatz? Ja, hier. Einmal rumziehen, bitte. Zurücksetzen, bitte. Erst in der Zeit, wo ich vorgespult habe, bin ich natürlich schon in die erste Stufe gesprungen, aber das hatten wir ja letztes Mal bei den Feldern auch. Das ist nicht das Problem. So, und am nächsten Wegpunkt einstellen. Spurreißer deaktivieren. Das aktivieren wir. So, das lassen wir fahren, würde ich sagen. Jetzt müsste eigentlich nur die Zickzack-Spuren hin und her fahren.
Und wenn da noch irgendwas fehlt oder sowas, so wie da, so eine ganz kleine Ecke, das ist halt Pech, ne? So muss man es halt sehen. So, jetzt gehen wir mal durch, gucken, ob der andere auch am Fahren ist. Ja, der ist mittendrin erwischt worden, aber der fährt schon seine Zickzack. Seine Hin- und Her-Spuren, das ist okay. Da kann ich mit leben. Das ist also soweit gut. Warum ist da eine Spur und da kein... Muss ich auch... Also, wir werden uns überraschen lassen. Es wird langsam hell. Dann werden wir Licht ins Dunkle bringen, schätze ich mal. So, jetzt müssen wir mal durchskippen, bis wir wieder bei dem freundlichen LKW sind. Da ist er. Der bringt nämlich jetzt erstmal den schon produzierten Part rüber. Wir machen erstmal die Luke hier zu. So. Und dann fahren wir mal. So, ja. Aber ich wollte hier gerade freundlich um die Ecke biegen. Aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein solltet. Aufgrund der Änderungen der Bedingungen, die es bei YouTube gibt, bin ich jetzt leider auf eine höhere Anzahl von Abonnenten angewiesen und möchte deswegen diejenigen bitten, die mich regelmäßig gucken und es noch nicht getan haben, vielleicht werden sie so freundlich werden, das Ganze hier mit einem Abo zu honorieren. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei all denen, die das schon getan haben und würde mich natürlich auch über ein Teilen freuen, weil auch so kann ich mal die Abonnentenzahl steigern. Ich muss auf die 1000 kommen, damit der Channel halt so weiterlaufen kann, wie er jetzt läuft, unter den Bedingungen, wie er jetzt läuft. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an alle, die mich schon unterstützen und bis zum nächsten Mal.